Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video von mir, Herr Jesus, und zwar zum Thema Redstone. Hier seht ihr mal ein paar Kleinigkeiten, die ich so mit Redstone gemacht habe. Hier etwas Größeres. Also mit Redstone kann man sehr viele tolle Sachen machen. Angefangen bei ganz einfachen Türschaltern kann man natürlich auch mit einer Druckplatte machen. Hier habe ich jetzt meine Tür. Hier ist jetzt mein Druckknopf. Zack, Tür auf, Tür zu. Oder halt mit einem Hebel funktioniert das Ganze genauso. Wer aber das Ganze anders machen möchte, zum Beispiel jetzt mit Redstone eben, so wie er das Thema ist, ja, funktioniert auch. Redstone hat ein paar, besondere Eigenschaften, könnte man fast sagen. Also Redstone fungiert hier als Kabel, beziehungsweise als, als Leitung. Wichtige Grundinformation: Mit Redstone kann man maximal 15 Felder oder 15 Blöcke überbrücken. Also alles, was über 15 Blöcke hinausgeht, ich versuche es mal zu demonstrieren. Schalter wird nicht beleuchtet, also wird nicht mehr mit Energie versorgt. Alles, was über die 15 Felder hinaus ist. Hier ist das 15. Feld, hier wäre Feld Nummer 16. Wer allerdings jetzt längere Mechanismen braucht, der muss sich dann anderweitig helfen. Und zwar kann man da sogenannte Repeater einbauen. Und diese Repeater verlängern quasi das elektrische Signal. Und zwar einfach einen Block hinsetzen. Ihr könnt eine Redstone-Fackel hier drauf tun. Ihr könnt die auch dahinter tun. Ist eigentlich vollkommen egal. Ihr könnt das auch so machen. Ihr macht das jetzt zwei Blöcke lang. Fackel da. Und jetzt geht es hier mit Redstone weiter. Ist halt total egal. Hauptsache, ihr habt den Block und so eine Redstone-Fackel. So, jetzt würde das weitergeleitet werden und jetzt machen wir uns einfach mal hier die Tür hin. Ihr seht ja jetzt schon, der Schalter ist betätigt, die Leitung ist freigegeben und sendet ein durchgehendes elektrisches Signal zu der Fackel, also zu dieser Redstone-Fackel, die ja normalerweise eigentlich leuchten müsste. Aber durch dieses elektrische Signal wird sie ausgeschaltet und wenn ich jetzt den Schalter betätige... Ah, blödes Huhn. Hey, warum funktioniert das jetzt nicht? Sonst hat das doch immer geklappt. Der Vorführeffekt. Gut, dann mache ich sie halt hier ran. So. Also ihr seht jetzt, die Redstone-Fackel fungiert jetzt als neue Energiequelle und sendet dann ein elektrisches Signal bis zur Tür hin. Und man müsste halt wieder den Schalter ziehen oder betätigen, um die Tür zu schließen. So. Jetzt möchte ich das aber nochmal so ausprobieren. Warum hat das nicht funktioniert? Warum funktioniert das jetzt nicht? Kann ich denn die Fackel auch hier dran bauen? Ne, das funktioniert so nicht. Ne, so funktioniert es nicht. Also wenn jetzt ein elektrisches Signal an die Fackel rankommt, also an diese Redstone-Fackel rankommt, funktioniert das Ganze nicht. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal so. Jetzt müsste das funktionieren. Jetzt weiß ich, warum es nicht funktioniert hat. Und zwar... muss halt immer ein Kabel an so eine Redstone-Fackel angrenzen. Wenn ich jetzt die Redstone-Fackel hier oben habe, dann grenzt das Kabel nicht direkt an die Fackel an. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ja, genau. Also ihr müsst halt auch aufpassen, dass ihr immer eine Verbindung zu dieser Redstone-Fackel habt. Und damit, also mit diesen Repeatern, also das war jetzt der eine, den ich euch gezeigt habe, und der hier, kann man das ganze Signal wieder 15 Felder verlängern. Also wieder genau 15 Felder. Und danach könnt ihr halt noch einen Repeater einbauen und so weiter und so weiter. Das funktioniert eigentlich ganz
einfach. So, hier habe ich mal was gemacht, und zwar ist das jetzt so ein Dispenser. Habe hier eine kleine Wand hochgezogen und der ganze Mechanismus läuft jetzt hier hinten ab. Ihr müsst halt bei sowas darauf achten, dass Schalter und die erste Redstone-Leitung auf gleicher Höhe sind. Wenn ich das jetzt ein Feld tiefer machen würde, funktioniert das Ganze wieder nicht. Hier, ihr seht, passiert nichts. Also müsst ihr halt darauf achten, dass das wieder eine Höhe ist. Danach kann das halt bergab gehen, also kann es immer einen Block nach unten gehen. Das könnte ich jetzt auch noch tiefer machen. So. Und dann kommt es halt wieder hoch. Müsst halt auch wieder die 15 Felder beachten und dass das Kabel dann letztendlich zu dem gewünschten Objekt, zu dem Dynamitblock, zu dem Nodeblock oder was auch immer hingeht. So, und jetzt spuckt mir das Ding Cola aus. Ist ganz lustig, wenn man so eine kotzende Wand hat. Ja. Das ist jetzt quasi die Wand gewesen. Also da kann man den ganzen Mechanismus halt hinter einer Wand verstecken. Ja. Da sieht man das halt alles nicht. Die ganze Kabellage, sag ich mal. Hier habe ich nochmal was anderes. Ich sehe gerade, der Dispenser ist ein bisschen tief geraten. Na komm. Halt, jetzt habe ich doch glatt was weggeworfen, wollte ich doch gar nicht. So, müsste jetzt eigentlich auch funktionieren. Warum funktioniert das Ganze jetzt nicht? Muss ich mal gucken. Ah, klar, ist logisch, kann nicht funktionieren. Also das ist auch wieder so eine Besonderheit, erkläre ich jetzt auch sofort. Hier ist der Schalter. Ein Block darunter ist halt wieder die Leitung, funktioniert halt wieder, weil ist halt nicht weiter als ein Block entfernt. So, dann geht das Ganze jetzt hier weiter. Und um so einen Mechanismus auslösen zu können, also dass das jetzt hier funktioniert, muss das Objekt genau über der Redstone-Fackel sein. Also das ist jetzt leider eins zu hoch. Das heißt, ich müsste das Ganze noch eins höher bauen. So. Ah! Wo ist meine Redstone-Fackel hin? So, jetzt. So, und jetzt müsste das Ganze ja funktionieren. Genau. Da kann man das Ganze halt auch so ein bisschen unterirdisch verstecken, dass man das halt alles nicht sieht. So, aber, haha, mir fällt gerade noch ein. Ja, genau, hier könnt ihr jetzt einen Block hin tun. Das dürfte noch funktionieren. Nehmen wir mal Wolle. Genau, das funktioniert noch. Weil, also ich erkläre jetzt auch, warum das funktioniert. Den Block, den ich jetzt hier hinlege, unterbricht das elektrische Signal dieser Leitung nicht. Die Redstone-Fackel greift dann ja. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, hier einen Block hinmachen möchte, dann werden die Kabel quasi durchgeschnitten, getrennt und das Ganze funktioniert nicht mehr. Achtung, ihr seht, das Kabel leuchtet, aber das leuchtet nicht. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Also ihr müsst halt auch drauf aufpassen, dass ihr nicht irgendwie ein Kabel durchtrennt, weil sonst funktioniert der ganze Mechanismus nicht mehr. Was ist das hier? Ach ja, das ist jetzt eine kompliziertere Schaltung, werde ich im nächsten Tutorial-Video erklären. Das ist halt, wenn man mehrere Schalter hat, die halt ein und dasselbe bewirken. Hier ist das gleiche nochmal. Eine Wand geht unterirdisch weiter zu dem Node-Block. Der jetzt nicht funktioniert. Warum funktioniert der nicht? Ach, kann nicht funktionieren, weil hier kein Kabel ist. So. Kann man natürlich auch alles viel schöner machen. Man kann das Ganze, wie gesagt, halt unterirdisch laufen lassen. Macht sich halt ganz praktisch, wenn man so eine Druckplatte hat. Und zwar machen wir das Ganze mal so.
gehe jetzt hier. Na, verdammt. Ich gehe jetzt hier drauf. Zack, leuchtet. Und dann kann man das Ganze halt schön verstecken. Wenn ich jetzt halt hier noch irgendwie einen Mechanismus einbauen will, dass halt irgendwie Dynamit oder so dasteht, dann kann das Ding halt wieder explodieren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch die paar grundlegenden Informationen jetzt zu Redstone vermitteln. Ich hoffe, das hilft euch auch. Nur noch ganz kurz, man kann halt auch mehrere Objekte miteinander verknüpfen. Habe ich jetzt hier gemacht. Hier sind mehrere solche Musikblöcke, Noteblöcke miteinander verknüpft. Ihr müsst halt auch wieder darauf achten. 15 Felder, nicht länger. Ansonsten müsst ihr halt einen Repeater einbauen. Also das funktioniert halt auch. Es funktioniert leider nicht, wenn ihr das so macht, wenn ihr drei habt. Also da muss halt immer eins frei sein dazwischen, weil das dann nicht funktioniert, weil das Kabel dann denkt, aha, ich soll jetzt hier rumlaufen. Anstatt zu denken, ah, ich soll alle drei betätigen, betätigt das dann gar keins mehr. Also müsst ihr halt auch darauf achten, dass halt immer ein Kabel ankommt dort. Hier habe ich das Ganze nochmal mit dreien gemacht. Ja, hier ist das Ganze auch nochmal mit solchen Druckplatten versehen. Läuft halt rundrum. Hier hinten hört es halt auf. Weil 15 Felder wurde überschritten. Das war so mein erster Versuch, mal es mit Redstone zu bauen. Das hier ist schon wieder was Komplexeres. Das werde ich euch dann auch im nächsten Tutorial zeigen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und das nächste Video, das ist dann für ein paar größere Fallen, wie zum Beispiel, was ich da hinten gebaut habe, eine Dispenser-Falle und da hinten so eine Opfergrube, keine Ahnung. Ja, da kann man halt auch ganz lustige Mechanismen draus bauen. Es gibt ja auch Videos, wie da haben sich Leute Taschenrechner gebaut. Finde ich persönlich zwar toll, aber wüsste nicht, wofür ich das brauche. Ja. Gut, dann mache ich jetzt hier einen Cut und viel Spaß beim nächsten Video. Euer Hayesis.